Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach Bildern, die du weiterverwenden darfst, ist Creative Commons Search. Die Adresse ist etwas kompliziert, aber du kannst einfach mal CC Search eingeben und sogleich wird es dir angezeigt. Idealerweise speicherst du diese Adresse auf den Homescreen oder als Lesezeichen. Hier hast du verschiedene Plattformen, die dir entsprechende Medien, die du weiterverwenden darfst, anzeigen. Nehmen wir an, wir suchen ein Bild von Florida. Tippst du den Begriff ein und jetzt wählst du die Plattform, auf der du suchen möchtest. Zum Beispiel Google. Du kommst direkt auf die Google-Suche. Wenn du auf Bilder tippst, so siehst du, sind hier jetzt ausnahmslos Bilder angezeigt, die eben zur Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnet sind und die darfst du natürlich dann speichern. Wichtig ist aber, dass du jeweils die Quelle angibst und deshalb macht es Sinn, wenn du auf die entsprechende Seite gehst und diese Adresse hier dann als Quelle angibst. Gehen wir wieder zurück zu unserer ursprünglichen Suche. Es gibt noch weitere Plattformen, zum Beispiel Flickr kennst du vielleicht, die größte Fotoplattform. Auch hier stellen Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt ihre Bilder oft jedenfalls unter eine CC-Lizenz, das heißt, sie dürfen weiterverwendet werden. Ebenfalls sehr bekannt ist natürlich Wikimedia Commons. Das heißt, das sind die Medien, die beispielsweise auf Wikipedia angezeigt werden. Hier tippst du auf Multimedia und dann werden alle Bilder, die diesen Begriff darstellen, aufgelistet. Und als letztes noch, eine meiner Lieblingsplattformen ist Pixabay. Da musst du aufpassen, die oberste Zeile, das sind alles gesponserte Links, das heißt, das sind Bilder, die verkauft werden. Und darunter findest du Bilder, die frei verfügbar sind. Und hier ist das Spezielle, sie stehen unter einer CC0-Lizenz, das heißt, du darfst damit machen, was du willst. Du musst nicht einmal die Quelle angeben. Also sie sind völlig frei verfügbar. Und wenn du hier auf Free Download gehst, siehst du, meist hat es verschiedene Auflösungen desselben Bildes. Also du kannst die Qualität auch noch wählen und die Größe, die du benötigst.